Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Und ja, ich habe gestern den Hosenkobold vergessen. Er wollte nämlich einen Vorkriegsvorstädter bauen. Da, bitteschön. Das darfst du natürlich. Oh, wie teuer war der jetzt? Gucke ich im Nachhinein. So, perfekt. Dann haben wir, ich guck mal kurz in die Sporthalle. Da haben wir einmal Bruder. Der hat Ausdauer auf 8 trainiert. Ich glaube auch, das war das Maximale, was er bisher wollte. Ja, so. Genau. Yessin E auf 7. Ach, da ist er doch. E auf 7 ist auch erledigt, das heißt, ihr könnt wieder rüber gehen. So, dann haben wir hier noch Fallout Boy. Eins muss er, glaube ich, noch. Ja, eins muss er noch. Dann ziehen wir mal das Zeug hier direkt ab. So. Perfekt. Dann machen wir weiter. Und ansonsten ist hier alles klar, ne? Ich bin mir nicht so sicher, ob alles klar ist. 9, 8. Aha! Habe ich dich erwischt. Du lernst hier nichts, mein Freund. So. Okay. Damit haben wir das. Oh! Maximal P. Endlich! Halleluja! Wir kommen voran. Ah. Ja, und jetzt gehst du rüber. Just Mike. Du packst das schon. Ich weiß das. So, Julian. Du hast jetzt deine Wahrnehmung auf 4 und du willst auf 5 gehen. Alles klar. Tja, das war's. Geht nicht mehr. Sehr schön, dann geh mal zurück. Hab's gerade eingegeben und er hat mir ausgespuckt, dass du nur noch 468 Kronkorken hast. Sehr schön. Du bist auch fertig. Oh, wir kommen voran. Wir kommen allmählich voran. Habe ich jetzt jemanden aus Versehen hochgeschickt? Nein. So, Arthur Stewart, du wirst jetzt der neue reiner Zufall. Mit A oder I? Oder mit A? Mit E oder I? Mit E oder A? Was ist los? Oh, ja, ich glaube, das schreibt man sogar zusammen. Ne? Ja. Na gut, dann komm mal rein. Du bekommst eine neue Nummer. Und wanderst somit zurück in die Vault. Sehr schön. Recycling nenne ich das. Und du kriegst erstmal seine Waffe. Die jetzt nicht übrigens der Oberknaller ist. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Ja, geh mal kurz da rein. Solange wie ich dir deine Waffe gebe. Zack. Und dann haben wir Joshua hier, der immer einen Bauplan von uns mitgebracht hat. Kann sich auch sehen lassen. Baupläne sind immer sehr gern gesehen. Ja, gib mir Geld. Nachkriegs-Casanova. Klar, alles klar. Okay. Kriegt er erstmal ein Level-Up hier drin. Okay, die anderen wandern aber immer noch durch die Gegend, hoffe ich, ne? Was sind denn unsere Wanderer eigentlich? Ach, da bin ich. Wie viel Geld habe ich mittlerweile? Kann ich jetzt langsam loslegen? Ich will loslegen. Ah. 2700 brauche ich, ne? Ich glaube nicht, dass ich innerhalb der nächsten 2 Tage das hinkriege, oder? Ich schicke mich mal hin. Aber nein, dann kriege ich ja meine Zinsen nicht. Und ich lebe von denen momentan. Ja, komm, ich muss durchhalten. Noch wenige Tage und dann ziehe ich es knallhart durch. Oh, dann kann ich meinen Charakter endlich benutzen.
So, bevor wir uns jetzt zu den Leuten in der Quest kümmern, holen wir erstmal zurück. Ah, Monkeys, hast du einen Teddy für dich und eine Schaufel. Bugsy, eine Schaufel. Ein verbesserter Overall. Alles klar. Du hast anscheinend 0,007 Stimps noch übrig. Oh, der Bug ist zurück. Warum? So, Lero. Dann komm du auch mal zurück. Okay. Schicken wir ein paar Leute raus. Stimps und Reds. Mal gucken. Monkey Sass möchte 3 Stimps mit ins Ödland nehmen. Aber nehmen wir erstmal Rainer Zuwall, der darf erstmal seine erste Schicht draußen übernehmen. Wobei ich sollte erstmal die Questanmeldung durchnehmen, ne? Und zwar war das Pasco, Fallout Boy und Deadline. Gucken wir mal. Die Kreuzi-Quest. Kräuterzug da. Ja, Deadline ist immer noch nicht gesund. Sorry. im Rampenlicht. Im Rampenlicht. Was haben wir denn da? Wo ist die denn? Achso, die Folgequest machen die jetzt. Ah. Okay, gucken wir erstmal durch. Pascolina darf nicht. Ich dürfte, wenn ich fit wäre. Ich habe keinen Bock, mit dem Leben rauszugehen. Mrs. X. Nee, ist alles richtig. Alles richtig. Hau rein, Mrs. X. Oh, gerade noch ein Level abbekommen. In der letzten Sekunde. Ja, dann rette mal deine Kleiderhosen-Kobold. Ist nicht so einfach, Sachen zu machen. Julian. Julian, achso, es brennt ja. Beeil dich. Also diese kleinen Flammen kriegt er nicht mehr gelöscht. Das nervt mich immer bei diesem Spiel. Also so eine kleine Flamme und die brennen immer noch eine Minute. Ja, zumindest haben wir ein Waldfeuer gelöscht. Zumindest etwas. So, Julian, raus mit dir. Der Einzige, der Stimps mitnehmen wollte, war Monkey Sass. Da muss ich aufpassen. Wo ist er überhaupt? Get heim! Oh. Okay, gut, dann das nächste Mal. So, Yassin ist fit genug. Tywin, ich glaube, ihr wolltet doch... Nee, das war Pyro ganz allein, ne? Ja gut. Und Tywin ist noch nicht mal gesund. Deadline darf nicht. Pyro darf nicht. Er ist auch noch nicht mal gesund. Lordi, dann geh du mal raus. Bruder, du darfst noch nicht. Du darfst nicht mal dahin. Du darfst einfach ganz kurz ins Ödland. Und Bashar, eine Sache zu dir, Bashar. Ich hatte dich schon reingepackt, aber nicht gespeichert. Was dazu geführt hat, dass ich deinen Namen, den du haben wolltest, nicht mehr wusste, weil ich den auch nicht mehr gefunden habe im Discord. Deswegen ist es immer besser, Kommentare zu schreiben, weil im Discord verschwindet das so schnell. Und dann suche ich da Ewigkeiten und da habe ich keinen Bock drauf. Am besten, du schreibst mir nochmal den Namen, den du haben wolltest. So, aber dann geh ich schon mal raus. Guck mal, was du reißen kannst. Dich schicken wir mal rein. Gut, jetzt aber. Jetzt sind sie alle draußen. Und wenn wir Glück haben, werden die etwas finden, nachdem wir hier drin waren. Bin ich ja mal gespannt, ob unsere Mädels das hinkriegen. Noch wissen wir nicht, wie es aussieht. Bumm.
Ist schon groß, ist schon groß. Zwei Stims haben sie dabei. Können auch ordentlich was finden, aber 10 und 6. Das ist keine gute Stufe eigentlich, um Questen zu gehen. Aber die haben gute Waffen, stimmt. Aber mit den Waffen, mit den Waffen. Da kriegen sie sogar wahrscheinlich noch Leben von. Ja, guck mal, das Handy kriegt auf jeden Fall noch XP. Dann spart sie sich einen Stim. Oh, das ist nett, Dankeschön. Ja, dann kriegen die das hin. Wenn hier wirklich nur Kakerlaken rumlaufen, dann dürfte das eigentlich nicht so das Problem sein. Hey, cool, ein Raum ohne gar nichts. Stehe ich drauf. Aber nur, wenn Deadline da ist. Und, Maulwurfsratten. Na gut, die überleben auch nicht lange, aber lang genug, um Schaden zu machen. Und das nicht allzu wenig. Aber du bist ja die mit dem Level Up, ne? Deswegen ist das ja jetzt nicht so das Problem. Oh! Zwei Stims, da haben wir Glück gehabt. Damit wird es auf jeden Fall reichen, denke ich mal. Sei denn, der Boss wirft mit Granaten um sich. Dann könnte es ein bisschen problematischer werden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Granatentypen kommen erst ein bisschen später, ne? Weiß ich gar nicht. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, als ich Hardcore gezockt habe. Diese Granatenfuzzis, die haben so viele Leute von mir umgebracht. Einfach weil die so viel Schaden machen, auf alle verteilt. Oh, ein Red. Verdammt, ich hab's verdient. Ja, das hast du. Kara, das hast du. Diese Reds, vor allem mit deinem Anzug. Ja, die schnetzeln sich hier durch. Wie sieht's hier aus mit deiner XP? 6. Die müsste eigentlich sofort ein Level-Up bekommen hier drin. Oh, oh. Wieso tankt Kara? Ja, endlich müsste Sandy tanken. Also sieh mal, was so ein Level eigentlich ausmacht, ne? Stufe 6. Man kriegt von den Kakerlaken ordentlich die das Fressbrett poliert. Oh. Auto, ein Garn. Eine Waffe. Ist ja nichts Spektakuläres, was man behalten könnte. Nope. Ja, bis auf die Stims und Rats natürlich. Die aber höchstwahrscheinlich aufgebraucht werden. Na, es ist doch noch ein Stück, also vielleicht finden sie noch was. Aber wenn öfters Maulwurfsratten kommen. Okay, den kritischen sparen wir uns auf. Der könnte nützlich werden. Okay, ein Stim noch dazu. Ja, okay, ich hätte schwören können, jetzt kommt hier der Boss. Weil es so ein großer Raum ist. Ja, der Crit lohnt sich einfach nicht. Jetzt haben beide den Crit. Eventuell bräuchten wir nur einen, ne? Ich denke mal, ein Crit wird reichen. Für die Mutti. Falls da eine Mutti ist. Oh, du bist also der Neuling, was? Hast du Lust, mit deinen Heldentaten in den Buggel zu kommen? Ha! Gegen einen Wettbewerb unter Freunden haben wir nichts einzuwenden. Wenn ihr so toll seid, warum ist euer Vault dann von Schädlingen befallen? Alle im Ödland sind auf der Suche nach Ruhm. Wer hat da schon Zeit, Käfer zu zertreten? Wir müssen Vault 404 irgendwas. Das war zu schnell weg. Eine Ninja-Rüstung. Nice. Ich gebe euch auf jeden Fall die Items, da ihr sowieso eine Gilde seid, könnt ihr alles selbst verteilen. Bis auf das Geld. Nein, das lohnt sich nicht. Ich würde es gerne tun, aber es ist eine Billo-Kakerlake. Wir warten jetzt mal mit der Heilung ab, je nachdem, was kommt. Weil wir müssen ja jetzt hier nicht verschwenderisch sein, ne?
Wenn jetzt hier wirklich nur Kakerlaken kommen und sie nicht unter ein Viertel Leben landet, habe ich nichts gegen einzuwenden. Vielleicht kriegt sie ja noch ihr Level ab. Oder sind viele Kakerlaken? Naja, zum Glück tankt hier wenigstens Mr. Sandy dieses Mal. Noch ist sie nicht unter ein Viertel. Passt schon. Vier Stimps habt ihr noch? Ja, das wird easy. Leute, einsammeln. Ob es hier einen Boss gibt? Was sind denn... Okay, wir haben keine Nebenaufgabe. Kann also sein, dass gar nichts passiert hier. Aber man weiß ja nie, es können ja auch einfach zwischendurch mal Bosse kommen. Vielleicht kommt so eine Todeskralle auf einmal und beide sind weg. Das wäre doch was. Ja gut, ich setze den Crit ein, scheiß drauf. Ich glaube nicht, dass hier großartig noch was passiert. Dann lieber das Leben sparen. Und wenn dann ein Boss kommt, dann kommt halt ein Boss. Wie sieht es aus mit deinem Level-Up? Tja. Das war's also damit. Na immerhin habt ihr noch plus 1 Stim. Wahrscheinlich bald nicht mehr. Wenn ich so mir Mrs. Handy angucke. Oh! Noch Kronkorken vergessen. 1266. Nette Ausbeute. Die sollte auch mal wieder auf eine Quest gehen, ne? Hab ich ganz vergessen. So hätte ich Geld kassieren können. Ja, bei einem Viertel heile ich dich auch, oder? Hast du noch zwei Räume? Ganz viele Spielzeugautos. Okay, okay. Ja, dann, jetzt wird die Heilung rausgeballert. Vor allem die zwei greifen sie an. Zack. Plus, minus null. Obwohl, ihr habt ja Reds bekommen. Nein, oh. Ja, okay, das dauert noch länger. Und jetzt kommt der fette Boss. Oh, eine Plasmapistole. Es kommt bestimmt der fette Boss und ich habe den Crit verschwendet. Oh, es sind noch zwei Räume. Okay, es sind nur Kakerlaken. Aber einen Raum haben wir noch. Es kann der Boss kommen. Ich fühle mich gerade wie so in Game of Thrones. Es ist immer gesagt worden, die Drachen kommen, die Drachen kommen. Dabei kam nichts. Genauso wie der Winter, der auch irgendwie nie da war. Bis auf die letzte Staffel. Und Boss! Na, also. Wofür habe ich mich denn vorbereitet? Seelisch. Für nix. Jetzt kommt ballert die weg. So, eure Ausbeute. 1379 Kronkorken. Und eine Menge Items, die ihr alle aber nicht bekommen könnt. Außer das Ninja-Outfit. Ja, zwei Reds für euch, ihr bekommt zwei Stims zurück und ja, das war's dazu. Immer Ninja-Kleidung und 1 Milliarde Sachen. Alles klar. So, damit wird das abklabustert. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu der nächsten Folge, zu einer frischen Woche. Und dann schauen wir mal, dass wir die Vault als nächstes in Gang kriegen, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.